Ich mag den Ja. Tempel. Also, nochmal dazu, was ich gerade sagen wollte. Wir, es geht natürlich jetzt nicht irgendwie um 1000 Dollar, wenn die Leute das gewinnen. Also da kann man natürlich Euphorie zeigen wie sonst was. Wir werden natürlich probieren, das möglichst anschaulich hier darzulegen, natürlich auch dann und wann was zu erklären, weil die ein oder anderen Leute, die sich noch nicht so wirklich mit PvP auskennen, werden hier nämlich an auch zuschalten. Und ein bisschen Euphorie kann man natürlich reinbringen. Es muss ja auch unterhaltsam sein. Es muss unterhaltsam Ganz sein. genau. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht mein gesamtes Gebäude aufwachen, weil jemand ein Team Q gewonnen hat. Außer es ist ein Punkt getrennt. Dann scheiß drauf, dann klingel ich an jeder Tür. Das wollte ich hören. Wir werden dann übrigens auf jeden Fall nach diesem Match noch ein Gem Giveaway machen. Das definitiv. Dann haben wir die drei auf jeden Fall Ich würde zusammen. vielleicht jetzt die Und Zeit davor, wenn du das ganz kurz noch jetzt benutzt irgendwie. das. Willst du das kurz besprechen? Ich brauche was Neues zu trinken. Ja klar, Ganz kurz. übernehme ich. Sehr gut. Also kurze Erklärung, wir werden hiernach auf jeden Fall noch einen Gem-Giveaway machen und dann wahrscheinlich noch ein Match, je nachdem wie die Qs poppen, mitnehmen. Das hier nehmen wir auf jeden Fall. Wir schauen einmal vielleicht kurz durch die Teams durch. NoLife spielt noch mit demselben Line-Up. Corrin hier als Dieb, dann haben wir Attacks als Elementalist. Wir haben Zarak als Guardian, Carrier als Nekromanten und Ritzkoror, so rum, ja, als Krieger. Auf der anderen Seite haben wir das Team. Oh, jetzt muss ich hier mal ein bisschen auf das, auf das Gildenkürzel schauen. Gar keins. Auch nicht schlecht. Keine Gildenkürzel. Prototype sehe ich hier als Necro. Heizö, ebenfalls Necro. Doppel-Necro. Kahel als Guardian. Zomi Baby. Maybe. Als Last chance to Dieb. nail down Und your strategy. Slasher als Warrior. Alle ohne Gildenkürzel, vielleicht was, was ich da demnächst noch bilden könnte. Die Wir gehen jetzt Secret in den Guild. Split. Die Secret Guild, ja. Wir gehen jetzt in Split. Wir sehen Zomi maybe, ja. Der Thief geht jetzt im Close Point, so ein bisschen gedefft durch den Warrior. Auf der anderen Seite sehen wir Attacks, den Elementalist, der da nach hinten geht. Und jetzt sehen wir vier Leute hier crossen vom blauen Team, von No Life, auf Necros den sind aber in Tempel. Die einer lassen guten die Community Position, da so um ein da bisschen. direkt ein bisschen mitzuwirken. Sie stehen da an der Seite und haben aber vielleicht ein bisschen lange gewartet, um dann doch Unterstützung zu leisten. T-Prototype geht jetzt hier an der Seite lang, hat dann natürlich eine sehr, sehr schöne Position, um von oben, von da vorne gleich ordentlich Condition Damage in die Mitte zu schießen. An dem Knotenpunkt da vorne an der Tür hat sich der Kampf dann direkt so ein bisschen gesammelt und sie probieren jetzt außenrum da ein bisschen was anzustellen, wenn ich jemanden In davon der Tür ist finde. natürlich gefährlich gegen zwei Nekromanten, eben durch die Zeichen am Boden, die da sehr, sehr viel Damage machen können, wenn die Leute durchlaufen. Ich schaue mal so ein bisschen auf die Skills der Nekromanten. Das sieht allerdings beides sehr, sehr stark nach Condition aus, weil ich sehe, er spielt hier mit Zepter durch und mit Stab. Der andere, ja, das sind beides Condition-Nekromanten, auch mit solche, wie wir hier gerade sehen. Oh, Solche zieht er No sehr, sehr Life hier. gut durch die Masse durch. Ach so, oh, das war gerade nur der Dash Route. Ich dachte, da würde fast jemand down gehen. Aber Slasher ist jetzt in der Position, wo er möglicherweise nicht mehr ganz so offensiv spielen sollte. Er zieht sich jetzt auch ein ganz bisschen zurück, hat aber da gerade den Thief an den Hacken, wird in den Downstack gebracht. Risokor ist in der Position, um zu finishen. Hat auch die Stability, um nicht von dem Knockback des Guardians irgendwie beeinflusst zu werden. Und ich würde momentan sagen, das sieht hier glatt ganz gut noch Für für No Life No-Life aus. aus. Ja, Heizö ist da relativ low, auch nicht nur Jetzt Death aber Shroud oder Carrier ähnliches. hier gerade gestompt worden. In letzter Sekunde kam dann doch noch die Invis. Carrier kriegt aber wieder direkt Damage, hat die Conditions drauf, den Und Torment Zarak und ist er jetzt läuft gerallied, weil einfach. Heizö ausgefinisht wurde. Jetzt Carrier not in Downstate, der wird wieder zum Stomp und zu einem Rest gesetzt. Das kam auch hier in allerletzter Sekunde. Meine Güte, Prototypen wird er jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen In frustriert der Mitte sein, haben wir ne? Würde ich übrigens momentan auch. Zomi Maybe, der einen undefended Decap auf die Mitte packt. Nee, nee, Ist. er hat den Cap draufgebracht. Attacks hat vorhin den Decap geholt und ist dann wieder Ah. zum Punkt, zum Ausgangspunkt zurückgegangen. Heizö kommt jetzt hier wieder in das Match mit hinein, ist quasi wiederbelebt worden. Da sind wir wieder beim Thema Materialschlacht am eigenen Close Point. Das geht dann meist irgendwie so in Richtung für das rote Team hier am Tempel aus. Allerdings Ja, Prototype jetzt hier man sieht gefinisht worden. aber, dass das hier momentan No Life wirklich sehr, sehr gut schafft, sich da doch standfest zu halten. Und auch wenn der Punkt einigermaßen gleich bleibt, haben sie jetzt durch die Kills allein schon ein bisschen Vorsprung aufgebaut. Sie nutzen jetzt hier nicht die Außenbuffs, also es gab noch keine Downtime, um sich dann noch Ferocity zu holen, welches, glaubt mir, komplett von jedem absolut ignoriert wird, wenn man nicht wirklich gar nichts zu tun hat. Aber dann haben sie es wirklich geschafft, sich da zu halten und die Materialschlacht so ein bisschen zum Punktegewinnen auch auszunutzen.
Artex hat jetzt außen schon mal relativ Probleme mit dem Condition Necro. Prototype hat hier sehr, sehr viel Damage auf ihn gebracht. Jetzt kommt er natürlich ein bisschen Heal, das gehört dazu beim Elementalist. Aber wir müssen halt sagen, er kämpft da schon immer so mit ein bisschen dem Ende seines Lebens. Jetzt kommt Corrin dazu. Der Thief wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen Burst Damage auf Prototype bringen können. In der Zwischenzeit heilt sich Artex hier relativ gut hoch. Jetzt stimmt der Damage auch. Jetzt kommt von hinten auch Ritzkoror und Carrier dazu. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eine relativ sichere Sache am Altar, 4 gegen 2. Am äußeren, am Enemy Close Point sozusagen aus Sicht des blauen Teams, ist bisher Zarak alleine gewesen, der das gedefft hat. Und jetzt wird in der Mitte jeden Moment Stinnis spawnen. Zombie Maybe ist da schon rechtzeitig da, um den zu cappen. Zarak Oh, er allerdings setzt aber auch als. nicht an. Er schaut sich da Zarak so ein bisschen an. Zarak geht jetzt weg, aber der wird ihn da auf jeden Fall nicht cappen lassen. Nee, da waren drei Nee, von Leute hinten kommt die von Kavallerie. hinten. Und jetzt kriegt Zombie May wieder relativ viel Damage, wird er natürlich gefokust, probiert er eher aus dem Kampf rauszukommen. Das bedeutet aber auch, dass sie eventuell sich hier den Buff sichern können. Nein, Zombie May interruptet da auch erneut den Versuch, Stillness sich zu sichern. Geht dann jetzt allerdings, glaube ich, weg. Ja, bleibt aber auf jeden Fall immer am Ball. Schwören Es ist können, auch da wäre wichtig, gerade dass man jemand den Punkt da nicht runtergejumpt. verliert. Aber jetzt Jetzt ist Zombie hier. Maybe außen im Downside. Heizt du jetzt so ein bisschen hinten den Versuch, irgendwie Sneaky sich den Buff zu sichern. Corrin ist allerdings da, um das Ganze zu interrupten. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade den Fight um den Buff Stinnis, der dann doppelte Punkte für die Capture Points gibt. Da jetzt allerdings, oh, Heizö nach unten gegangen. Und das bedeutet, dass jetzt Carrier hier den Punkt nahezu ohne Gegenwehr bekommen wird. Er Da hat das kommt nämlich von anscheinend außen Kai zu spät. aufgegeben und ich frage mich, was er da unten jetzt wirklich macht. Sind die wirklich unten am Fighten? Nee, nee, Ja, die würde gehen ich. raus Richtung Gates. Siehst du, so heißt Achso, du, das ist ja, jetzt schon sie mehr gehen unten raus, draußen. aber momentan ist da einfach keine Attacke dabei. Man könnte vielleicht nochmal sagen, gerade auf diese Map bietet sich das wirklich an, auch die Außenpunkte zu halten, weil die Übersicht in der Mitte, das wird dann immer wieder alleine gelassen. Man sieht das sehr oft, ein Bunker wird da abgestellt, dann ist aber doch immer die 5 gegen 4 Situation in den meisten Punkten und dann bewegen sich die Leute weg und dann kann das eben decap werden. Also die Außenpunkte eine sehr, sehr gute Möglichkeit hier bei und es wird auch momentan bewiesen. Und der Midfight hat sich jetzt hier wirklich oben an den Buff verlagert, ohne dass hier ein Buff ist. Warum passiert das immer? Hatten wir in dem letzten Game auf dieser Map auch. Nee, es geht halt, also für No Life ist das natürlich das Beste, was passieren kann. Sie laufen gar nicht erst Gefahr, die Außenpunkte zu verlieren. Wenn die alle fünf Leute in der Mitte festnageln, müssen sie sich auch nicht zwingend ums Gate kümmern. Bei ihnen tickte der Stillness-Buff kombiniert mit zwei Capture Points. Das heißt, sie ticken für 4 Punkte und damit mit dem Vierfachen, wie unser unbekanntes Team hier, sage ich mal. Jetzt allerdings haben sie den Fight so ein bisschen verloren. Carrier jetzt gefinished worden. Ritzkoror liegt dort auch im Downstate, wird liegen gelassen, stirbt jetzt auch so ein bisschen an seinen Conditions. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Chance fürs rote Team, wieder zurück ins Game zu kommen. Sie splitten sich auch direkt auf. 2 gehen Richtung Tempel. 3 machen sich sogar auf zum gegnerischen Close Point, zum Altar. Wir sehen jetzt also hier ein 3 gegen 2. Attacks hält das in der Mitte Ja, eigentlich Zombie relativ Maybe gut. ist aber Außen auch kann schon halt sehr Corrin down da sehr viel gewesen. Er Damage hat sich da machen. als erstes alleine gegen die zwei reingetraut und hat dann sehr, sehr viel HP auch schon verloren, bevor die anderen zwei überhaupt zur Assistance da kamen. Und er wird auch hier direkt gerest. Jetzt haben wir einen 3 gegen 3 Attacks jetzt in einer schwierigen Position. Die Defense Mechanisms von einem Elementalist sind da doch ein ganz bisschen problematisch, wenn man da so, ja, eigentlich Elementalist an Man sich. kann so gut über die Zeit hochheilen, den Damage, der reinkommt. Ja, der Instant Burst wird sehr, sehr schwierig und gerade mit einem Thief an den Hacken könnte das da unglaublich wehtun. Wir sehen momentan, da wird probiert, Geht ja, er ein jetzt auf den Necro gegen Downstate? Guardian, das wird ein Weilchen andauern da. Die Mitte ist wieder undefended und wo Da kam ist der Reef Curren Cap da? draußen auf den Curren Altar. hat sich hier sehr, sehr gut positioniert für Tranquility Buff unten, aber Slasher ist dabei. Jetzt 1v1 Warrior gegen gegen Thief, aber er will sich da, nein, er zieht sich da nicht zurück, er hat sein Ulti gezogen, das wurde aber geblockt. Und er probiert ja jetzt das 1v1 zu gewinnen. Absolut keiner geht da momentan noch hin. In der Mitte Oh, Tip oben dafür jetzt Prototype. aber Stillness jetzt, Prototype und Heizö. Und ich glaube, Stillness werden sie jetzt bekommen, das rote Team, oder? Ja, da kommt Atex allerdings jetzt rechtzeitig dazu. Sie Gibt nehmen sich da dafür doch die außen Zeit den und jetzt der Altar auf. Punktevorsprung ist halt doch was. Da muss wirklich dann, glaube ich, der Buff zuzüglich, also Ja, Tranquility wobei zuzüglich. Double Cap mit Stins könnte jetzt allerdings auch schon ausreichend sein. Heizö geht ja jetzt an den Punkt ran. Haben außen Ritzkoror gestompt. Attex ist allerdings da, um zumindest den Cap an sich zu unterbrechen. Jetzt ist die Frage, bursten sie ihn zuerst down? Jetzt kommt jetzt von hinten schon wieder der Respawn so ein bisschen. Schauen wir mal eben schnell nach unten. Da haben wir das 1-on-1. Allerdings wird das jetzt Corrin hier, glaube ich, verlieren gegen Slasher. Und das wäre dann natürlich Und er bekommt auch definitiv. momentan keine Ja. Unterstützung. Ich weiß nicht, da macht sich keiner irgendwie auf den Weg. Vielleicht wird jemand von oben noch runterspringen, um ihm da Hilfe zu leisten. Aber sie können auch nicht unbedingt jemanden an dem Stillness-Buff momentan entbehren. Und das könnte dann jetzt wirklich in wenigen Sekunden, er probiert das noch möglichst lange rauszuzögern, um da den Sieg auch noch Oh ja, jetzt abzusichern. kommt allerdings Attax nach unten. Attax kommt nach unten.
und wird er jetzt wahrscheinlich gleich Slasher interrupten können, wenn er rechtzeitig da ist. Und bewegt sich da jetzt Und schön ran. hat es Oh, so er mit gerade Ride eben the geschafft. Lightning. Kann Ride die the da jetzt Lightning noch hat er, weiter, glaube ich, den kann Unterschied die da noch gebracht. weiter beschäftigen? Und wenn sie da jetzt mehr Oh, da zwei. kommt auch der Burst Damage. Attacks unten ist schon down. Das Holy ging shit, fix. da kommen wirklich die Plays. Zwei Necros prügeln sich jetzt ein bisschen. Oh, wurde er da runtergeführt? Nein, da kam der Port in letzter Sekunde. Heilzö, jetzt aber hier im Downstate. Kann das aber vielleicht sogar noch schaffen, No Life Carrier hier auch in den Downstate zu bekommen. Downstate Battle unten. Und da hat es Und da jetzt ist der hier der Durability Buff rote durch. Three Cap. Jetzt die Frage, wie haben sie sich verteilt? Sie haben einen Guardian auf dem Altar. Auf dem Altar. Das ist auf Punkte haben jeden sie ja nicht Fall relativ richtig. sicher, aber Stillness bekommen sie jetzt nicht mehr. Das wird sich Corrin holen. Oh, letzte Sekunde. Zombie Maybe hat er in der Mitte den Interrupt angesetzt. Sehr, Das sehr schön könnte wirklich ein gemacht. unglaubliches Comeback werden. Corrin und No Life Carrier sind hier jetzt beide dabei, auf Zombie Maybe einzudreschen. Er hat hier auch nicht wirklich viel zu lachen. Ist jetzt in dem Downset. Kann er da noch kommen? Eine Attacke auf Carrier, sonst wird das hier. Nein, da haben sie den Buff auf jeden Fall bekommen. Der wird aber ins Leere gehen. Es wäre natürlich unglaublich gewesen, wenn jetzt noch das rote Team hier den Dennis, ich bin Stillness sicher, Buff der das. zu dem Three Cap bekommen hätte. Das hätte auf jeden Fall noch was klappen können. Aber auch so, wenn sie das lange genug halten, Slasher jetzt hier ein paar Probleme in der Mitte bekommen. Und da kommt auch noch die Unterstützung von der Seite, Slasher jetzt hier im Downside und der Mittelpunkt, wenn da jetzt nicht noch irgendwas als letzte Defense sozusagen noch kommt, wird das auf jeden Fall hier der mittlere Punkt noch an das Bauteam gehen und dann wird das nichts mehr. Sie sind so Die Frage, knapp daran. wie lange tickt Stillness noch Wir für das blaue Team? haben nicht mehr. Wir haben jetzt aber auch gleich noch in 5 Sekunden den nächsten Stillness-Buff. Sie haben sich da so lange drum geprügelt, dass jetzt gleich noch der nächste Das stimmt, wir kommt. sind schon. Ja, Aber stimmt. können Sie irgendjemand von einem Punkt entbehren? In der Mitte haben wir jetzt auch noch Heldzö, der da reingegangen ist, um Was den jetzt Cap zu hieß? verhindern. Eine sehr, sehr Carrier knappe Geschichte. wird jetzt hier undefended quasi oder uncontested den Stillness-Buff bekommen und sich danach wahrscheinlich auf den Weg machen zum Altar. Jetzt würde also theoretisch mehr Punkte für das blaue Team ticken. Sie haben allerdings zurzeit keinen Punkt. In der Mitte wird jetzt allerdings Oh, draufgepasst. Slasher hält das Kyle hier und sehr, Heldzö sehr haben es gut da gegen echt zwei schwer. Leute. Corrin ist da nahezu dem Tod gewichen, aber er schafft es auf jeden Fall, dem Damage unglaublich gut aus dem Weg zu gehen. Schafft es mehr mit Crowd Control anstatt Evasiveness. Jetzt kommt natürlich von hinten die Hilfe. Zombie Maybe wird da jetzt den nötigen Damage anbringen. Attacks allerdings hier jetzt mit dem Tornado. Damit kann er zumindest den Punkt eine Weile clean halten. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Kriegt allerdings in der Zeit auch Damage, kann sich nicht heilen. Jetzt allerdings kommt der Wechsel wieder zurück in die normale Form. Da wird sich das wieder ändern. Noch immer kein Capture Point hier fürs blaue Team. Das könnte ein Comeback werden. Könnte sich allerdings auch ganz, ganz schnell wieder drehen. In der Mitte jetzt Kyle Down Prototype als letzte Bastion gegen drei. Geht hier in die Seuchenform. Kann ein paar Mal blinden. Hat die Stability. Hat die Möglichkeit, zumindest kurzzeitig den Da Punkt kommt zu jetzt halten, aber auch bis noch halt der nächste Heldzö Neko wieder wiederkommt. rein und wird das dann noch ein bisschen weiter defenden. Man muss natürlich auch bedenken, 4 Stomps und die Sache ist auch wieder gegessen. Also sie können hier jetzt nicht ganz Materialschlacht anbringen. Am Ort haben wir Slasher immer noch, der sich wunderbar hält. Zombie Maybe ist da ein bisschen reingegangen, Das ist war aber jetzt auch der direkt erste wieder Stomp. raus, wird gejagt von Curran. Und wir haben dann wirklich jetzt hier, es könnte unglaublich knapp werden. Jetzt noch 3 Stomps, dann ist die Sache hier gegessen. Das geht hier wirklich um jeden Kill bei der Sache. Die In der zwei Mitte Thieves gehen rüber hättest zum du ein Altar. bisschen Target, 3 gegen 2. Oh, jetzt schon gleich noch ein schönes Beef 101, auch nicht schlecht. Hältst du jetzt hier im Target außen, hält sich allerdings sehr, sehr gut mit der Hilfe von Death Shroud, jetzt allerdings im Downstate. Wir sind hier natürlich in der Unterzahl. Kyle setzt zum Können Sie da auch Rest an, den wird Rest? in das Nein, da Messer wurde der kommen. 4 Leider kommt der nächste angesetzt. Stomp. Und jetzt haben wir wirklich noch 2 Kills, bis die Sache gegessen ist. Hier könnte sich das auch möglicherweise entscheiden. Nein, Zombie Maybe. Zombie Maybe ist ja in den Downstate gegangen. Das wird noch einen Kill hinzufügen und das wird dann den Decap auf dem Altar bedeuten. Das müsste jetzt das Match für No Life sein, wenn Corrin das hier. Ja, Corrin holt die nächsten 5 Punkte Wenn er mit dem das Decap. jetzt cappen kann, dann muss irgendjemand. Ich habe mir schon gedacht, ich wollte das eigentlich noch vorher sagen, dass der Altar wirklich in einer gefährlichen Situation ist, komplett decapped. Wird jetzt auf jeden Fall der Decap nur noch ein paar Dinger. Sie können sich nicht wirklich durchsetzen an irgendeinem anderen Punkt. Mitte sieht auch so aus, als würde das gleich an das blaue Team gehen. Und allein mit den Kills haben die es jetzt schon geschafft, das in wenigen Sekunden. Und da ist der Sieg. Das können sie nicht mehr schnell genug decappen für No Life. Wir haben allerdings hier wunderbar gesehen, wie schön man die Mechaniken dieser Karte nutzen kann. Ich sag mal, das ist nicht ohne Grund meine Lieblingskarte persönlich, weil man halt so viele Möglichkeiten hat, da irgendwie was zu reißen. Zombie Maybe übrigens hatte 0 Punkte am Ende des Matches. Wir alle wissen natürlich, dass die Punkte nicht so viel ausmachen. Wir sind hier nicht im Hot Join. Aber heißt auch öfters, dass man nicht an einem Kill oder ähnlichem beteiligt ist. Was natürlich dann schon. Also so eine bisschen problematische Aussage ist nach so einem Match. Nichtsdestotrotz, großartiges Spiel, schöner Comeback-Versuch und letzten Endes trotzdem ein relativ souveräner Sieg von Who Gets Carried Hard, nee, von No Life. Wir waren bei No Life. Die sich da eigentlich, die haben eigentlich von Anfang an die Dominanz gehabt und auch im Prinzip ihren Vorsprung nie hergegeben, auch wenn es mal knapp